Hey na, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XI. In diesem Part werden wir die Pogonorgo-Insel besuchen. Und dazu müssen wir diesen Mana-Clipper hier, ja, fahren, sag ich mal. Und bevor wir das tun können, müssen wir einmal mit zwei Panifahrer hier sprechen. Und zwar verkauft ihr uns ein Ticket. Das vergesst auf keinen Fall. Ihr könnt hier ein Ticket kaufen und ihr habt die Möglichkeit für 500 G gleich ein Multiticket zu nehmen. Würde ich sehr empfehlen, weil warum nicht? Wir müssen noch ein zweites Mal mindestens dahin. Außerdem könnt ihr hier bei dieser Mitra natürlich anfragen, wohin es geht. Stellt sicher, dass es zur Pogonorgo-Insel geht. Und ja, die Pogonorgo-Insel, der Mana-Clipper in Richtung Pogonorgo-Insel legt immer um 17.30 Uhr und um 5.30 Uhr ab. Also haltet das im Hinterkopf, behaltet das im Hinterkopf. Falls ihr jetzt gerade noch andere Missionen machen wollt, der Part mit Tenzins Part oder der erste Part davon wird jetzt auch veröffentlicht sein. Dann könnt ihr dort nachschauen, um euch die Zeit zu vertreiben oder ähnliches. Ihr könnt aber auch einfach leveln gehen oder hier warten. Ganz euch überlassen. Aber solange ihr dieses Ticket habt und hier dann rechtzeitig drauf seid, Moment, das ist ein temporäres Key-Item, Multi-Ticket, genau. Geht es jetzt um 17.30 Uhr, wie gesagt, in Richtung Pogonorgo-Insel. Und das ist ein kleiner Trip, sag ich mal. Also wirklich. Kein Drogentrip, sondern eine kleine Rundfahrt, die sehr zu genießen ist. Wieder beim Multiticket hat man 10 Fahrten frei. Jetzt dürfen wir 9 Mal. Oh, diese Musik. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Fähre genommen habt. Von Mora nach Sabina zum Beispiel. Das funktioniert ähnlich. Oder von Mora nach Atogan, nach Elsabi. Das heißt, man kriegt so eine kleine Cutscene, wenn man auf dem Ding steht. Und dann. Ja, dann legt das ab. Mit uns drauf. Das zoomt uns einmal auf die Area Mana Clipper. Und ja, hier kann man sich jetzt umschauen. Das heißt, dieser Part wird relativ entspannt. Wir werden einfach, ja, hierauf jetzt abwarten. Der Gegner hier ist ein Glück sehr easy. 6 Minuten Erdenzeit dauert das. Gibt hier so eine kleine Erklärung hier. Wir sind also auf dem Weg zu einem Tropical Paradise. Verlassen also die Bucht. Zum Angeln wird das hier auch gerne benutzt. Oder kann benutzt werden. Ich rufe mal ein paar Trusts für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie. Ihr dürft auf jeden Fall hier die Aussicht genießen. Weil man jetzt gerade noch nicht so viel sieht. Vielleicht habt ihr ja das Glück und fahrt hier am Tag entlang. Ah, oh, da hinten sehen wir ein bisschen was. Aber ich glaube, tagsüber kann man hier auch Korallenriffe noch erkennen. Bin ich der Meinung.
Genau, und die Pogonoro-Insel ist halt wirklich ein tropisches Paradies. Ein Tropical Paradise. Oder auf der anderen Seite ist ein Strudel zu sehen. Ja. Die machen einem aber auch so ein bisschen Angst hier, ne? I've heard rumors of a sea monster attacking lonely mana clippers. Ja, aber im Prinzip ist das hier so ein kleines Archipel. So nennt sich das, glaube ich, ne? Wenn das so ein paar kleinere Inseln sind, die zusammenliegen. Und da gibt es einen wunderschönen Sandstrand. Das ist schon sehr idyllisch, da wo wir jetzt hinwollen. Und der Cutter ist despawned. Ja, falls ihr das aufgeschoben haben solltet, weil ihr einfach eine zu lange Wartezeit hattet, seid euch gewiss, dass man hier noch einmal hin muss. Aber wir haben eine Möglichkeit, das Ganze dann abzukürzen. Und zwar kann man sich einen Teleportpunkt oder einen Teleport besorgen, um dort direkt hinzugelangen. Nur sind wir aktuell in diesem Walkthrough dafür noch nicht stark genug, um das bis dahin zu schaffen. Dementsprechend müssen wir jetzt einmal diesen kleinen Trip machen. Aber ich finde, das kann man mal machen. Einmal kann man das gemacht haben. Wir haben schon die Überfahrt nach Aizabi weggecuttet, weil es da einen viel besseren Weg gab über den Unity Warp. Ah, gleich sind wir da. Schön zwischen den Felsen durch. Und da ist der Dock. Das Dock? Das Dock. Ja, und hat man euch zu viel versprochen? Ist doch schon idyllisch hier, oder? Ah, und das ist gerade die Ansicht bei Nacht. Gut, ich rufe hier mal wieder die Trusts. Sicher, sicher. Falscher Heiler. Nein, Kupipi will ich.
So. Ich glaube, hier kann man aufmounten sogar. Kann man. Sehr schön. Und zwar sind wir jetzt gerade da im Norden und wir müssen direkt in den Süden rüber. Und das ist hier ein bisschen wie auf der Dschungelkarte, dass man hier nur so ein paar Lichtungen sieht. Aber es ist wesentlich besser machbar. Na, schaut mal, hier ist einer. Araune, ein schwarzer Mandragora. Ja, man kann hier einfach dem Weg folgen, ne? Also hier kann man sich nicht wirklich verlaufen. Ich glaube, es geht einmal im Kreis rum. Aber meine Erfahrung ist, dass es im Westen am besten lang geht. Da habe ich noch keine Probleme gehabt. Und gar nicht auf dem Mount. Genau, und hier einmal über das Wasser rüber. Nicht zu diesem Clamming Point, sondern zu dieser War Machine, die hier ist. Die wollen wir einmal untersuchen. Also wir suchen hier ja eigentlich einen Kopfgeldjäger, der eine Gefahr für Preach werden könnte. Ja, aber wir finden ja Wookie-Chibookie. Der aber auch ein Kopfgeldjäger seiner Art ist. Und er erklärt, wie er mal nach Tafnasia musste. Auf Mission. Ja, und weil er halt jetzt ein bisschen was weiß, will Luverance jetzt von ihm Informationen über Altaïr haben. Und anscheinend öffnet sich der Weg nach Altaïr einmal alle 100 Jahre. Und es scheint was mit dieser Statue zu tun zu haben. Ja, mit der Statue zu tun zu haben von Promathea. Ja. Und damit wären wir jetzt auch an dieser Stelle fertig. Ich könnte es nochmal einklicken, da passiert nicht viel. Ja, wir können jetzt einen Warp-Ring benutzen. Und dann geht es zurück. Nach Windhurst für uns.
Ja. Genau, also Löverance fragte jetzt, kann es sein, dass diese Statue auch ein Relikt aus Altair ist? Und meinte, da könnte ein Professor aus Windows mehr wissen. Und wir kennen hier einen Professor, also schauen wir doch mal vorbei. Aber nach Windows Walls, Homepoint 1. Unser Lieblings-Ioran-Oran. Das machen wir später. Chantoto Sanji muss jetzt nicht sein. Ah, so haben sie das jetzt gemacht. Das ist neu. Normalerweise ist das automatisch gestartet, wenn man hier reingezoomt ist. Aber Chantoto Ascension wollen wir ja gar nicht starten. Von daher. So, sprechen wir mal mit Joran Oran. Genau, und die Statue kommt wohl aus dem Meer von Shumeo. Aber da waren irgendwelche Gusterberg-Erden mit in den Samples drin. Und ja, das ist so ein bisschen der Anhaltspunkt, wo es als nächstes hingehen soll. Es gibt eine neue Region. Naja, eine neue. Mit der Erweiterung gab es eine neue Region in Gustavberg-Nähe. Und das ist Movalpolos. Da waren wir einmal kurz drin, als wir damals die Mission in Bastok gemacht hatten. Also die Mission, die uns erst nach Sandoria und dann nach Bastok geschickt hat. Falls ihr euch erinnert. Lang, lang ist's her. Und dann mussten wir in die Minen und haben dann einmal kurz kleinen Abstecher gemacht und uns ein Buch in Movalpolos geholt. Und an der Stelle würde das dann weitergehen mit Luverance, aber ich muss euch leider enttäuschen. Das verschieben wir auf später, denn wir brauchen vorher noch ein paar Items und die kriegen wir, wenn wir die anderen Pfade weitermachen. Das heißt, ich teleportiere uns jetzt einmal nach Windows Woods. An den üblichen Homepoint und ja, ich würde sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich dann schon von euch mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Es kostet euch nichts und bringt mir viel. Kann ich immer wieder nur betonen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Je nachdem, wie weit ihr Tenzins Fahrt schon gemacht habt, würde ich euch jetzt darauf verweisen. Wenn ihr Tenzins Fahrt noch nicht angefangen habt, dann natürlich einfach den nächsten Part. Bis dahin. Bye bye.